Diese Paste. Diese begehrte Paste. Ich brauch wieder Rubble. So, ja. So. Ein Stück komme ich ja wieder damit. Leider nicht allzu weit. Genau, das hier ist der Lift. Dum, dum, dum. Glas, Glas, Glas. Sehr schön. Gut, dann langsam nach unten. Hier könnte man eigentlich auch raussteigen, das wäre doch okay. Eins, zwei, drei und ach, Käse. Und das mit Glas. Runter. Nein. Was? Oh. Was? Im zweiten Lift komme ich auf Eisen. Oh, Kacke. Ja, das ist das Teil, wo ich wieder im Treppenhaus drauf kommen soll. Mhm. Ja, der steht da natürlich voll rein. Ach. Oh Gott. Ja, das ist massiv. Jo, das heißt, wir sollten hier einen Extractor ansetzen, ne? Endgültig. So müssen wir, ja. Aber wir können das jetzt. Eigentlich könnten wir da schon was sitzen. Energie muss ich mir darüber holen. Das könnte sogar vom Lift aus machen. Ich habe da drüben jetzt die Energie hingesetzt. So, da kann ich wieder reinschmeißen. Oh, das ist mühsam. Jo. Jo. Es ist ja schön, dass wir viele Platz haben. Ja, aber es ist immer genau dort, wo man es nicht braucht. Man hat es halt dann wirklich überall. Hm.
So. Wir sind schon wieder weit über der Zeit, aber ich würde sagen, wir machen nur weiter auf 40 Minuten. Und ich Teilst teile das? das einfach, ja. Okidoki. Okidoki. Wenn wir schon so konzentriert bauen. Ja, und das habe ich auch angebunden. Wie schön ist das? Ist wieder aus. Also, Was denn? ich war jetzt gerade überrascht, warum ich da anstehe, aber naja, natürlich klar. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt, dass da einmal Treppen rauf, runter oder wenn ich da nicht einfach gerade drüber baue. Ich glaube, das ist fast schöner, dass die Lifte immer einfach gerade rüber gehen zur Treppe. Ihre Anbindung, wie man das macht. Sonst läuft man nämlich da drei Treppen runter, drei Treppen wieder rauf und jetzt kommt man da runter und läuft hier gerade rüber zu den Liften. Viel besser. So, da werde ich machen Glas. Jetzt darf ich ein Stückchen nach unten. Genau. Und schon wieder ist es aus. Was denn? Die Paste ist schon wieder aus. Ich brauche allerdings Rubble. Hilft alles Ich nichts. hab Trouble. Ja, kannst du bitte ein Buch kommen und das Leider nicht befüllen sehr oder viel, aber 750. in Storage liegen oder so? Nein, nein, ich fühl's. Ach so, ich kann ja Lift fahren. Halt. Einfach auf der Paste draufbleiben. Okay, du kannst. Ich habe hier auch einen Ausgang gemacht zum Ah, okay. zur Konstruktionsebene. Ah ja, na, da ist ja wieder so eine Plattform. Wie man gesagt, bei jeder Plattform machen wir so. So, dann schmeißen wir mal den Rubble rein. Ja. Okay, alles was ich hatte, ist drinnen. Okay. Dann können wir gleich mal schauen, wie ich baue ja da wieder die Pots. Da müsste da das Eisen, der Intermediate. Intermediate ist es. Dann nehmen wir den gleich mal. Wie viel haben wir da erinnern? Da haben wir noch jede Menge CPs, da müssen wir da wieder Eisenbahn reinschmeißen. So, das wird ja alles der Boden und das wird diese Glasdecke. Ach, das ist noch viel. Und alles aus der Construction Paste.
Ich glaube, wir sollten wirklich eine Ebene verwenden als Construction Paste Erzeugung und Speicher, so wie Ja, die überleg Kohle. gerade, es gibt ja den, was ich da gebaut habe, den vertikalen Autobild, also den Autoexcavator gibt es Mir ja geht's jetzt nicht unbedingt ums horizontal. Abbauen, sondern einfach, dass er mehr produzieren. Ja, aber wenn ich den horizontal aufbaue und ich setze mal ein paar Storages dran, nur mal probieren, ob er es aufsammelt. Ach so, Ja, dann können wir es da herliefern. der letzte hat ja nichts gesammelt, ne? Ja, der letzte hat gar nichts dran. Der hat auch nicht abgebaut. Okay, na, das ist natürlich ein Problem. Ja, und die habe ich genau. Wir haben ja da noch 10 Punkte. Und wir haben im Labor Punkte, glaube Ja, da müssten ich. Oder 20, glaube ich, drin sein. 30. 30, Na bitte, 44 Punkte. Da können wir jetzt gleich mal lernen. Nur gerne Cutter hätte werden wir lernen. Dann Linsen die nächsten, ne? okay. Fuck, die ist teuer. Jetzt bin ich dann mein Organic, wenn nicht Organic, mein Rock auch gleich los. Schauen, was ich nur lernen soll. Teleporter gibt es auch. Der uns teleportiert. Das heißt, da wären die Lifter dann hinfällig, oder wie? Ach ja. Teleporter Supply Location Marker and enough power to allow teleporting jump while on top to activate. Wie schaut's aus eigentlich beim Zinn? Ist das schon voll? Schon gleich. Da fehlt ja was. So. So, ein Spider-Bot könnten wir dann auch mal hochrüsten. Da dürfte es auch irgend so eine Art wie ein Minecart geben. Okay. Wie bei Minecraft, dass ich irgendwelche so Schienen und so. Irre. Okay. Kann Und man sich schon noch wieder ist viel es aus. beschäftigen. Uff. Und rauf geht's wieder. Und Drohnen gibt's. Ich finde das voll lustig. Lift fahren. So, ich fahre jetzt mal ganz nach unten. Ich will nämlich rubbeln. Jetzt schauen wir, was der Horizontale braucht. Was Unten. ist denn? Huch, fahre ich jetzt schnell und. Ja, wenn man drauf bleibt auf der Taste, wird schneller. Hui, die Hui. Cool. Ich finde das extra super geil, cool. Wirklich. Irgendwo, ja, da ist Kohle und die werden wir jetzt rubbeln. Habe ich schon so weit Glas gesetzt? Cool. Beziehungsweise ich könnte ja auch diese Etage gleich ausheben. Die obere Etage ist schon fertig. Cargo-Lift-Controller. Ja, Beleuchtung muss ich mir dann noch überlegen.
Was denn? Wo ist jetzt der horizontale? Der ist wahrscheinlich beim Ohr-Extrakt da drin. Könnte ich mir vorstellen. Kohle, Kohle, Kohle. Dieser Ritter Otto-Excavator, das ist der, der vertikal anbaut und geologisch ist, aber ist ein Report an Available Resources Binest. Mein Acer, der spielt sich mit dem Ding. Hallo? Der Acer spielt sich mit. Mit dem Lift? Ja, ja, ich meine, der meine ist jetzt da schon Lift gefahren. Sag aber, spinnst du? Na, das ist, wenn du zu nah bist, dann schaut das aus, wie wenn er Lift fahren würde. Na, der. Ja, der steigt eben eigentlich nur auf die Höhe, da wo ich bin, und der Esel ist im Glaskasten im Lift drinnen und freut sich. Hallo? Ah, Kacke, der braucht Gold. Und da sind wir noch nicht. Also, der Horizontale baut definitiv Blöcke ab und. Also, der tut es meinen, ne? Definitiv, weil der steht da, der hat sogar, das in der Beschreibung steht, Massive Horizontal Mining Laser. Okay. Used to bore out straight tunnels 5x5 meters, also 5x5 Blöcke, massive Energy Demands. Und Mining Laser würde verstehen, dass er halt was fördert. Okay. Beim anderen, der was vertikal, steht das nicht. Versteht er? Arch Vertical Shaft, also macht er ein großes vertikalen Röhre. Schacht. Only ticks upwards. Only ticks upwards. Ach. Der schießt immer von unten nach oben, oder was? Only ticks upwards. Bisschen besser Englisch, Kind. Wird bedeuten, also nur nach oben. Na. Gut, was aber Sinn macht, weil die Blöcke fallen runter. Und so könnte das dann aufnehmen, weil wie nimmt dann Block auf, den er von unten wegschießt, also von oben nach unten. Stimmt eigentlich, ja. Ja, dann muss zuerst runter, dann setzt er unten, dass er dann den Schacht nach oben bohrt. Kann Fragen ich nicht mehr. Ja. Okay, also den horizontalen können wir noch nicht, da brauchen wir Gold. Ach Gott. Wir scheitern immer wieder dran, dass wir die Ressourcen von da unten brauchen. Die stoßen da jedes Mal auf Ich würde sagen, wir werden wieder mal eine Farm-Session einlegen und uns einfach nach unten bauen. Wie weit sind wir denn momentan? Weil ich stehe jetzt mit dem Fahrstuhlschacht komplett an, der ist also massiv voll, da kommt überhaupt nichts vorbei. Wie schauen wir beim Treppenhaus aus? Da ist wieder Kohle. Dann nehmen wir aber ein bisschen was noch weg. Aber ich bin schon eine schöne Ecke weiter. Mit dem Treppenhaus. Ja, ja. So, wir sind am Ende der Doppelfolge. Deine Ansage, oder? Kann sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut wieder rein, wenn wir auf der Suche nach Gold sind und wieder Lift fahren. Das macht so viel Spaß bei Anwin und Tifa bei Fortescraft the Wolf. Ciao! Ciao!